So, moin moin, ihr Lieben, Pyrrhus der Knallunterhaltung. Und zwar, ich starte jetzt mal, was rede ich denn wieder? Ich starte jetzt nicht hoch, nur erst dann später. Nee, und zwar, heute mal ein ganz mini Traritäten-Video. Dann plus nochmal eine Blödelei, werde ich in dem Video gleich mal zusammenfügen. Und zwar, mein Bekannter hier, der hat schon Durst, das ist gut, ich habe immer Durst. Und zwar hat mir heute mal hier eine Rarität mitgegeben oder so, kommt bei mir aber definitiv hier in die Vitrine rein. Alte Piccolo Corsair von Vego, ja, sind Baujahr für, also von 1994, ja, sind noch 4 oder 5 Stück drinnen. Beziehungsweise 4 oder so. Ja. Werden wir dann mal mit einen da mal mit testen. Mal gucken, ob die noch schön zwiebeln. Gut, die will jetzt nicht zu. Mache ich dann mal später. So, dann hat er mir noch mitgegeben, uralte Luftpfeifer. Also die sind bestimmt, ich schätze die mal bald auf 25 bis 30 Jahre alt. Wenn ihr es genau wisst, könnt ihr gerne mal in die Kommentare mal mit reinschreiben. Nach Bremerhaven Comet. Nur als Pappe. Geht man mit dicken Papier zugeklappt. Importeur, Bremerhaven, sogar mit Telefon. Müssen wir eigentlich da mal anschreiben, weil ich könnte noch ein bisschen Nachschub organisieren. Aber die werden wir aber definitiv nicht verzünden. Ja, weil das sind halt bis 2, weil die habe ich noch nie in meiner Sammlung. Ihr kennt ja meine Sammlung, derjenige, der mich abonniert hat oder halt mich kennt. Ja, sind relativ gut. Ja, dann machen wir erstmal an der Elektrozigarette erstmal dran ziehen. Gut, die will nicht mehr. Aus. So. Und so sind die eigentlich aus, diese Piccolo Corsair. Der Karl 021, also 0201. Sind wahrscheinlich auch aus Österreich, aber wie gesagt, wenn ihr es wisst, könnt ihr gerne mal mit reinschreiben. So. Dann noch diesen Ranz. Ich nenne es immer einen Trans oder die Rote Pest. Sind aber noch ältere China-Cracker wahrscheinlich, weil die haben hinten noch mit Harz so eine Harzverklebung. Also mit halt der Ton immer nicht raus, weil das kennt ihr ja. Macht man so einen Schinken auf, kommt dann das ganze Pulver manchmal mal entgegengeflogen. Na, ja, ist manchmal der Graus. Na. Auf alle Fälle ganz sehr gefährliche Böller. Na. Die können euch wirklich die Hand wegsprengen. Na. Kumpel Feix. Ne, und ja. So, werden wir die jetzt mal testen und den machen wir auch nochmal für euch. Den haben wir aber dann mal so irgendwo hin. So. Das gleiche Spiel nochmal. Machen wir erstmal den Kübel, wa? Ach hier. Weil da müsste immer gelernt werden hier. Monument. Ja, geht. So. Warte mal, wo ist denn der Deckel eigentlich dazu? Oh, wir haben einen Bierdeckel. Müsste eigentlich schon ganz gut gehen. So, wie gesagt, ne, die sehen ganz stark. Ich sag's mal so, ein bisschen lächerlich. So. Gehen wir mal hierher. Ach, hier haben wir vor uns immer getestet. Also hier vom Knaller ging das so in der Erde. Das hat er. Das war der da vor. Das war bis mein Test. Naja. Ja. Die Föten schwarz, wieder wie aus der Kohlegrube hier. Ich schätze an dem Sensor Goldschürfer, und da verrückt er mit dem Klappspaten, der ganz irre. So. Gut, den testen wir jetzt mal so.
Alter, Knall ist eigentlich hier. Oh, jetzt warst du gerade mit drauf. Aber noch mit. Jetzt diese Rarität. Bestimmt ein bisschen mehr. Oh ja. Das ist ein bisschen stärker. Goodie. Also wie gesagt, das waren mit dem Tisch. Das räumen wir aber dann trotzdem dann wieder auf, weil das haben wir echt nicht gemacht. Ne? So, das war es mal ein kurzes Raritäten- und Blödel-Video. Da bedanke mich fürs Zuschauen und dann stecke mal beim nächsten Video. Da rockt es. Danke euch und ciao.